Gut, haben wir es schon. Schön, wir sind schon am Kloster angekommen. Dieses Kloster hätte man so geil gestalten können, es ist leider nicht so geil geworden, aber naja. Enos zum Große Wanderer. Ja, grüß dich. Du bist der erste Gast seit der neue Magier hier aufgetaucht ist. Es tut gut, mal wieder einen Fremden zu sehen. Gott zum Gruße, mein Freund. Was machst du hier? Ich halte Ausschau nach dem Auserwählten. Meister Altus sagte, dass er kommen wird. Er wird uns retten. Bin da. Ich bin der Auserwählte. Lass das. Mit so etwas macht man keine Scherze. Mhm. Ich bin sicher, der Auserwählte wird kommen. Du bist ein Held. Welcher neue Magier? Milton. Er ist noch nicht lange da. Aber wahrscheinlich wirst du ihn gar nicht sehen. Er ist eigentlich immer in der Höhle der Erleuchtung. Aha. Milton ist hier? Du kennst ihn? Ich finde ihn irgendwie komisch. Er ist noch so jung und trotzdem... Trotzdem was? Er wirkt so erwachsen, als wenn er schon viel erlebt hätte. Hat er ja auch. So, kommen wir mal zur Höhle der Erleuchtung, denn die ist das Besondere an diesem Kloster. Die Höhle der Erleuchtung? Das Heiligtum des Klosters. Dort offenbarte sich Enos den Menschen. Als Dank bauten sie dieses Kloster und den mächtigen Schrein in der Höhle. So sieht's nämlich aus. Wir haben ja in Bakaresh das Belia-Tempel gefunden. Und dort kann man ja direkt zu Belia sprechen. Das Pendant dazu, was Innos angeht, ist dieses Kloster bzw. die Höhle, in der der Schrein steht. Denn hier kann man direkt zu Innos sprechen, wenn man sich dafür entscheidet, ein Avatar Innos zu werden, was wir ja nicht wollen. Wir wollen natürlich dann den Mittelweg nehmen und weder für Innos noch für Belia kämpfen. Aber dazu kommen wir dann später noch. Was macht Milton in der Höhle? Er forscht. Er hat sich einen Stapel alter Bücher aus der Bibliothek besorgt. Seitdem habe ich ihn nicht wiedergesehen. Ach ja, er hatte diesen Kelch dabei. Aber was es damit auf sich hat, weiß ich nicht. Feuerkelch sicherlich. Also ich würde Milton ja, wenn ich Bibliothekar wäre, totprügeln. Die Bücher mit in die feuchte, zugige Höhle zu schleppen, also ehrlich mal. Was gibt es im Kloster? Zurzeit sind wir nicht besonders viele. Viele von uns sind im Krieg umgekommen. Aber was rede ich? Geh am besten zu Meister Altus. Er wird sich freuen, Neuigkeiten von draußen zu hören. Geht man nicht eigentlich in den Kloster, um abgeschottet zu sein von der restlichen Welt? Warum kämpfen die dann in den Kriegen mit? Ach, egal, ist egal. Vielleicht wurden sie ja von Orks angegriffen, was weiß ich. Kannst du mir Zauber beibringen? Nein. Nur Meister Altus und Meister Dagoth sind mächtig genug, Magie zu wirken. Mit dem Verlust der Runenmagie habe ich alle Magie verloren. Ich kann nur noch Spruchrollen benutzen. Und auch die erschöpfen mich mehr als früher. Hast du es schon mal mit Mana-Tränken versucht? Nein, sie sind hier sehr selten. Hast du welche? Loser! Ja, kannst du einen haben. Ja. Kannst du mir 5 davon geben? Kannst du auch 5 haben. Kann ich wieder zaubern. Ja, ist in Ordnung. Was bekomme ich für die Mana-Tränke? Ich bin nur ein einfacher Diener Innos. Was könnte ich dir schon geben? Ja, dann kriegst du auch nix, wa? Was ist mit Gold? Ich werde sehen, was ich zusammenkratzen kann. Ich will eine angemessene Summe. Ja, mach dir darüber mal keine Sorgen. Du wirst zufrieden sein. So, hier sind die Tränke. Hier sind deine Tränke. Sehr gut. Hier ist dein Gold. Wenn du noch andere Sachen suchst, kann ich sie dir vielleicht verkaufen. Wo auch immer du dir das gerade rausgekratzt hast, hast du ja von Zusammenkratzen geredet. Zeig mir deine Ware. Ist mir auch egal, aber wir haben schon mal einen Ruf von 15 hier im Kloster. Finde ich auch schön. So, Feuerrobe, ja, die brauchen wir nicht. Wartet mal. Ach nee, ich dachte gerade Schutz vor Kälte gelesen zu haben. Paladin-Rüstung, uiuiuiuiui, die würde sich natürlich schon lohnen. Die ist, glaube ich, auch, soweit ich mich erinnern kann, so ziemlich die stärkste Rüstung im Spiel. Ich glaube, stärker ist nur noch die Ork-Rüstung, an die wir vielleicht gelangen könnten später mal. Das dürfte durchaus im Bereich des Möglichen sein, denke ich. Könnten wir eigentlich mal so ins Auge fassen. Na gut, ich werde jetzt erstmal hier einfach meine Waffen abgeben, soweit, weil ich es ja alles nicht brauche und wir können dafür ja das Geld gut gebrauchen. So, machen wir das doch mal anders. Was ist das, die Barbarenstreitaxt? Die bringt schon ein bisschen Schotter, ne? So, das passt noch drauf. Das passt natürlich auch noch drauf. Die Hacke bleibt da. Wunderbar. Haben wir ihn um sämtliches Gold erleichtert, das er besaß. Und dann können wir nun das Kloster betreten. Klar, der Alchemist kehrt. Zeig mir deine Ware. Kehrt im Schnee vor allem, im Schneesturm.
Oder im... Warte, was hast du jetzt? Zeig mir deine Ware. 8000, sehr gut. Da kann ich dir die Axt zocken. Oder nicht. Oder? Doch? Na klar, machen wir so. Ich nehme das, du kriegst das. Gleichen aus, hast du noch 700. Mal gucken. Hier, da kriegst du noch irgendwas. Zum Beispiel den hier. So, da haben wir dich auf 12 Goldstücke runtergebracht. Super. So muss das sein. Zeig mir deine Ware. Gibt's denn nur Händler, oder was? Was ist das denn? Die Gier unter den Dienen Inners ist unersättlich. Sie wollen handeln, 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 um reich zu werden. So, oh, davon haben wir viele. So, was haben wir jetzt eigentlich? 4700, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, so, ha, Schnaps. Über 300 Stück. Moment, 307, wir kommen auf 2000 irgendwas. Gut, das passt. Die Milch kann auch weg. Ui. Den sollte ich vielleicht mal zu mir nehmen, den Trank der Lebenskraft. Das wäre eigentlich gar nicht dumm. Wusste ich gar nicht, dass ich sowas hab. Hier, Exportschlager, Bananen. Gut, was können wir noch? Verwandlung Schatten, ja, sowas kann auch weg. Sowas brauche ich ja alles nicht. Gut, ein bisschen geht noch. Die 8,8, den können wir noch draufpacken. So, wunderbar. Da gucken wir mal noch, ob wir hier vielleicht Gift ist zu viel des Guten. Haben wir nicht noch irgendwas, was wir mit draufschmeißen könnten? Zum Beispiel den Reis. Es gibt Reis, es gibt Reis, es gibt Reis. Schüttel dein Haar für mich. Mach hier keinen Ärger, klar? Wildes Mädchen, schüttel dein Haupthaar für mich. Hahaha. Für alle, die es nicht kennen sollten, ganz schnell diese Bildungslücke schließen. Das war Helge Schneider mit Es gibt Reis. Genuss mit dir. Ich habe noch nie ein dümmeres Lied gehört. Was machst du hier? Ich biete. Für mich und meine Brüder. Viele von uns Paladinen haben sich von Innos abgewendet und ihren Glauben verloren. Du nicht? Nein. Für mich ist es eine Prüfung. Eine Prüfung des Glaubens und der Entschlüsselung. Mit Innos Hilfe werde ich sie bestehen. Ich glaube, es gibt angenehmere Orte, um zu beten, aber das musst du selbst wissen. Kannst du mir was beibringen? Ich bin ein guter Kämpfer. Lass mich raten, große Waffen. Würdest du mich im Kampf und Orks töten? Nee, bloß Stärke, ach du Scheiße. Naja, gut. Wie ihr meint, das ist dann auch schon alles gewesen. Mit Dagon reden wir gleich. Ich will erstmal hier drüben schauen. Innos mit dir, Bruder. Was machst du hier? Ich forsche. Früher vor dem Zwischenfall mit den Runen war ich ein Meister der Verwandlungsmagie. Und jetzt? Jetzt komme ich mir vor wie ein einfacher Bauer. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass es andere Wege gibt, sich zu verwandeln. Ja, Tränke zum Beispiel, die ich gerade eben unten jemand anderem verkauft habe. Wovon hast du gehört? Von Menschen, die sich verwandeln, obwohl sie selbst keine Magier sind. Stell dir vor, ich könnte das auch. Dann wäre alles wie früher. Oh, jetzt wird er nie etwa so einen Trank haben, oder? Dann müsstest du ja zurückkaufen. Was brauchst du? Hast du schon mal von Druiden gehört? Nein, nie. Ja. Sie haben einen Stein, der ihnen Macht verleiht. Diesen Stein brauche ich. Alter, nein? Ich hole dir den Stein. Wunderbar. Ohne meine Magie würde ich da draußen keine Stunde überleben. Du bist meine Rettung. Was willst du denn für einen Druidenstein eigentlich? Das Geheimnis der... Ich habe einen Druidenstein, den werde ich aber nicht... Nee, habe ich gar nicht mehr, oder? Habe ich noch? Habe ich den? Nee, Chakras Druidenstein habe ich ja nicht, aber ich habe doch irgendeinen anderen. Diesen Varanstein habe ich doch. Wo finde ich einen Druiden? Beim Wolfsclan gibt es einen Jäger. Er heißt Bogir. Ich bin mir sicher, dass er ein Druide ist. Ah, okay, er will speziell den Wolfsstein haben. Das hätte er natürlich auch dazu sagen können. Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Ich habe in der Bibliothek ein sehr altes Buch gefunden. Ich kann damit nicht viel anfangen. Ich werde es dir geben. Ich bin sicher, darin findest du viel altes Wissen. Ja, also ein ganz frommer Klosterbewohner hier, wa? Kannst du mir was beibringen? Oh ja. Ich habe viele alte Bücher studiert, um hinter das Geheimnis der Magie zu kommen. Aber es ist hoffnungslos. Die Theorie habe ich verstanden, aber mein Geist ist einfach nicht stark genug. Wenn du willst, erzähle ich dir etwas über das längst vergessene Wissen. Loser! Bring mir etwas über alte Magie bei.
Könnt ihr mal gucken, was es eigentlich so gibt. Roben, Stabkampf, Umgang mit dem Stab, Stab. Okay. Auch nicht so spannend. Schauen wir uns mal weiter um. Ah, ich mag das immer, wenn irgendwo so Pergamentstapel rumliegen. Das finde ich immer schick. Oder generell diese Bücherecken, das gefällt mir wirklich. Ach ja, ich sollte mal anfangen, Motten zu lernen, um mir selbst sowas zu bauen. Das wäre eigentlich ziemlich geil. Das wäre ziemlich cool. Aber das würde so viel Zeit verschlingen und am Ende wahrscheinlich noch nicht mal gut aussehen. Deswegen lasse ich das lieber gleich. So ein Faible für irgendwelche Computeranwendungen habe ich dann auch nicht. Oh, wir haben Besuch. Bist du? Nein, das ist unmöglich. Obwohl, die Haare, die Nase, du bist es wirklich. Innos, sei gesegnet. Endlich bist du gekommen. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe mir dich anders vorgestellt. Bisschen gekifft vorher? Du bist etwas seltsam, mein Freund. Wie denn? Nun, irgendwie... Größer! Größer! Ach, Treffer. Ich hoffe, die Enttäuschung ist nicht zu groß. Nein, natürlich nicht. Es tut mir leid. Wen habt ihr denn erwartet? Den, der uns retten wird. Den Erlöser. Du wirst die Menschen wieder ins Licht führen. Ja, natürlich. Oh Gott. Mal sehen. Milton hat mir schon gesagt, dass du nicht begeistert sein wirst. Aber ich versichere dir, wir werden dir mit all unserer Kraft helfen, deine Aufgaben zu erfüllen. Jetzt bin ich beruhigt. Er hat mir von deinem Kampf gegen den Schläfer berichtet. Und auch, wie du den untoten Drachen besiegt hast. Ich kann mir niemanden vorstellen, der besser geeignet ist, die Menschen zu retten als dich. Auch du wirst das früher oder später erkennen. Boah, dieses Erlösergequatsche geht mir so auf den Keks, dass ich schon glatt gehen musste jetzt gerade. Ist es denn zu fassen? Wo ist Milton? Er ist am Heiligtum. Im Vorhof des Klosters gibt es eine Treppe, die in den Berg führt. Folge ihr. Sie führt dich zu ihm. Mhm, gleich. Ich bin auf der Suche nach altem Wissen. Dieses Kloster ist Hort alten Wissens. In unserer Bibliothek lagern Schätze von unermesslichem Wert. Dargot, unser Bibliothekar, wird dir helfen. Ich will zu Innos beten. Die Kapelle steht dir jederzeit offen. Da komme ich aber nicht hin, da steht ein Paladin im Weg. Kannst du mir was beibringen? Ich beherrsche noch die Kunst der wahren Magie. Wenn du willst, versuche ich, sie dich zu lehren. Abgesehen davon bin ich ein ganz passabler Alchemist. Wenn du auf der Suche nach Zaubern bist, solltest du dich auch an Dagoth wenden. Er kann dir bestimmt auch ein paar Zauber beibringen. Das Mekka für jeden Magier, leider bin ich ja keiner. Ich bringe Feuerkelche. Ah, Milton wird sich sehr darüber freuen. Am besten bringst du sie direkt zu ihm. Mhm. So, dann gehen wir mal. Mehr ist ja hier oben nicht, da können wir mal zu Dagoth runter marschieren. Beziehungsweise hier unten müsste eigentlich noch einer sein. Nämlich ein Alchemist. Nicht wahr, Innostian? Willkommen, Bruder. Die Zeiten sind hart und hier im Norden sind sie ungleich härter. Du kommst wohl nicht von hier? Nein, ich komme aus Myrtana. Aus Geldern, um genau zu sein. Ich bin geflohen, als die Orks kamen. Hier habe ich eine neue Bleibe gefunden. Kannst du mir was verkaufen? Ich habe keine besonders große Auswahl. In Nordma ist es schwer, an die nötigen Zutaten für Tränke zu kommen. Aber was ich habe, verkaufe ich dir gerne. Wunderbar. Zeig mir deine Ware. Schauen wir doch mal. Nochmal 6.000, die wir irgendwie zusammenkratzen könnten. Ich bin ja so ein bisschen hinterher, hier an Geld zu kommen, damit wir uns wirklich irgendwann so eine fette Rüstung leisten können. Ich weiß bloß nicht, was bringt eigentlich... Ach, 200 nur, ist ja billig. Ich weiß bloß nicht so richtig, was wir hier noch alles verkaufen sollen. Das sind ja nicht viele Sachen, die wirklich Geld bringen. Das ist das Problem, ne? Das ist ja alles... Knister, hat wieder Vorverstärker eine Macke bei mir. Das ist ja alles so Billigkram hier, die Pflanzen, da kriegst du ja nichts für. Äpfel ist ja auch nichts, Brot ist auch nichts, gebratene Fleischpflanze, Banze ist auch nichts, Wein ist auch nichts, Trank gegen Krankheiten, ein bisschen zumindest, ja. Und hier sieht's aus, ja, ist auch nichts. Wobei ich da vielleicht mal zwei da lassen sollte. Drei auch vielleicht.
So, was haben wir noch? Wasser bringt nichts. Ausdauertränke verkaufe ich nicht. Hier habe ich eh nicht viele. Das ist sinnlos. Aber hier. Die Felle habe ich alle noch. Und hier das ganze Zeug. Was? Dämonenhorn? Ach natürlich, von dem aus Gotha, von dem Dämonen. So, da weiß ich zumindest, wo ich hinmarschieren muss, wenn ich wieder an Fälle kommen muss, die ich vorher verkauft habe, dann weiß ich hier im Innerskloster. 2 Gold, das haben wir ganz gut getroffen. So, und damit marschieren wir dann mal zu Dagoth hin.